Jetzt setzt sich da aber der Wohnpreis auch aus verschiedenen Faktoren zusammen und einer, der auch immer wieder genannt wird, ist das Thema der Makler. Wie stehen Sie dazu, Maklern, Maklerprovisionen oder Kautionen und vielleicht auch im Gegensatz dazu zur Vermittlung von Wohnungen in einem freien Markt ohne Makler? Ich sehe den Makler auch nicht so verteufelt, wie er manchmal dargestellt wird. Einerseits, weil ich da schon merken möchte, dass man die Maklerprovisionen vor Jahren schon, das kommt auch nicht mehr vor in der Diskussion, vor Jahren schon reduzierte für die Mieter. Also da ist man den Mietern schon sehr entgegengekommen, einerseits. Und das Zweite ist, der Makler macht eine gute Arbeit grundsätzlich. Mhm. Nicht, weil ich da jetzt eine Lanze brechen möchte für die Makler, sondern der Makler ist wie ein Partnervermittler. Der Mieter und Vermieter sollten Partner sein und das muss gut ausgewählt sein. Das heißt, der Makler bereitet ja nicht nur die Fakten zur Wohnung auf, der Makler bereitet auch die Umstände des Vermieters auf, auf was lebt der Vermieter wert, was mag er gar nicht, umgekehrt beim Mieter. Und ich glaube, der macht eine ganz wichtige Vermittlungsfunktion und nichts, was nichts kostet, ist nichts wert. Also ich glaube, das darf schon etwas kosten. Man darf darüber diskutieren, wie viel, aber null, das entspricht halt wieder dieser Anspruchshaltung, es darf einfach nichts mehr etwas kosten. Mhm. Man will zwar Leistung, man will zwar die Vorteile, aber es darf nichts mehr kosten. So, aber zur zweiten Teil der Frage, freier Markt, ja, natürlich auch möglich, aber ich finde, die Treffsicherheit wird nicht mehr die sein. Die Qualität der Vermittlung, die es ja nicht mehr gibt, aber die Qualität der Wohnungen, die ich finde, wird nicht mehr zugeschnitten sein. Ich glaube, da werden viele Leerkilometer gemacht und das darf man nicht unterschätzen.